Hier ein kurzes Tutorial-Video, wie man bei einem ETA PU15 Kessel, und es sollte bei den anderen PU-Größen genau gleich funktionieren, und hier mal kurz gezeigt, wie man da ein Software-Update installiert. Einmal könnt ihr hier nachschauen, was ihr aktuell als Software installiert habt, indem ihr hier auf Versionsübersicht geht, und dann kann man hier unten im unteren Bereich gewisse Punkte ausklappen, und da seht ihr einmal oben Software-Version 3.3.5.1.5. Auf jeden Fall, wenn ihr euch hier dann bei meineta.at eingeloggt habt, gibt es hier oben generell erstmal eure Heizung, jetzt hier PU15. Und wenn ihr dann hier unten in der Menüleiste auf Einstellungen geht, findet ihr dort bei dem Punkt Installation und Software Software Updates. Das heißt, ihr klickt dann hier rauf und hier gibt es jetzt gewisse Softwareversionen, einmal 2.5.6.3 oder 3.5.6.3. Und ihr könnt dann hier unten auch jeweils in den Release Notes, beziehungsweise hier unten wird dann auch aufgelistet, welche Version, welche Mindestanforderungen hat zur Installation. Das heißt, ihr müsst dann vergleichen, mit was ihr aktuell installiert habt. Und es kann dann sein, dass ihr eine Zwischensoftware-Version noch installieren müsst. Verlinkt auf der Webseite findet man hier auch das letzte Update mit bestimmten Konfigurationen. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Und wenn man da dann hinklickt, kommt man hier auf dieses PDF-Dokument und dann wird auch erklärt, dass gegebenenfalls gewisse Dinge von eurem Kessel nicht mehr unterstützt werden, und wenn das der Fall ist, wird das auch hier in diesem Dialog dargestellt. Das heißt, damit wird man dann auch darauf hingewiesen, dass man das Update eben nicht installieren kann. Was ihr dann macht, ihr ladet da die konkrete Software-Update-Version runter und kopiert die an eurem Laptop dann eben rüber auf einen USB-Stick, und den USB-Stick könnt ihr hier oben an eurem Touchpad an dieser USB-Buchse einstecken. Und hier in dieser Ansicht könnt ihr jetzt leider noch keine Software-Updates installieren. Da müsst ihr hier oben auf Berechtigung ändern gehen, indem ihr hier links in diesem Werkzeugschlüsselmenü seid. Und dann müsst ihr hier 135 eingeben. Und dann kommt man auf diese Einstellungsansicht, wo man hier die vollwertigen Menüpunkte hat. Und dann gibt es hier auch den Punkt Software aktualisieren. Und jetzt ist hier eben dieses Update auf die 3.3.5.1.7 Release möglich, und damit könnt ihr dann am Schluss auch noch die neueste Version installieren. Und dann klickt man hier auf Starten. Bevor ihr hier das Update dann installiert, wird auch euch in einer Meldung noch darauf hingewiesen, dass hier auf der Kesselansicht, also wenn man hier statt diesem Werkzeugschlüssel oben auf diese Person geht, dass hier dieser Kessel ausgeschaltet ist. Das heißt, ihr müsst hier unten auf das rote Symbol gehen und dann könnt ihr den Kessel herunterfahren. Und jetzt kommt hier auch nochmal Warnung, stellen Sie sicher, dass vor dem Update der Kessel nicht im Heizbetrieb ist. Das heißt, jetzt an der Stelle kann ich das mit Ja bestätigen. Und da solltet ihr eben auch drauf achten. Im Anschluss kommt hier dann, nachdem das kurz geladen wurde, diese Meldung, dass der USB-Stick während der ganzen Installation natürlich nicht entfernt worden soll bzw. darf, da sonst ihr eventuell da dieses Betriebssystem-Image beschädigt. Das heißt, an der Stelle auch wirklich darauf achten, dass das eben nicht passiert. Nachdem ihr dann hier auf OK drückt, sieht man jetzt hier auch, dass das Ganze neu startet. Das Ganze sieht jetzt so aus, als ob hier auch ein Linux läuft. Also dieser Pinguin, dieses Symbol, was man gerade gesehen hat, ist normalerweise von Linux-Distributionen. Sieht man jetzt eben diesen Firmware-Update-Prozess. Jetzt habt ihr hier auch dann gesehen, wie der Abschlussprozess dann aussieht nach der Installation. Das heißt, hier hat es jetzt gerade noch etwas geruckelt. Und wenn wir jetzt hier auf Versionsübersicht und wenn ihr dann erfolgreich dieses Update installiert habt, steht dann an dieser Versionsübersicht Stelle hier, wo jetzt Softwareversion 3.3.5.1.5 steht, steht dann die neue Version. Bei uns gab es hier noch einen Fehler, drum konnte zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt hier aufgenommen wurde, da diese Installation nicht richtig durchgeführt worden, wurde dieses Firmware-Update nicht permanent auf der richtigen Platine gespeichert bzw. geschrieben. Bei der hier gezeigten Pelletsheizung PU15 konnte dann leider das nächstgrößere Update auf die neue UI, also ETA hat jetzt 2020 circa ein Update herausgebracht, wo dann diese Benutzeroberfläche, die man jetzt auch hier gerade gesehen hat, eben responsive ist, beziehungsweise dann zum Beispiel, wenn man da mit dem Smartphone auch drauf zugreift, die ganze Oberfläche sich eben auf ein kleineres Display auch anpassen lässt und nicht wie bisher bei dieser jetzt hier gezeigten Version, wo man dann scrollen muss. Und das heißt, wenn das allerdings nicht machbar ist, weil zum Beispiel eure Platine in der Heizung zu alt ist,
wird an der Stelle dann ein Fehler bei diesem Update angezeigt. Das sieht dann hier so aus, dass da dran steht nicht erfüllte Kriterien und dann hier unten steht dann GMC1 Schalter 0. Diese Platine wird nicht mehr unterstützt und unser Heizungsbauer hat jetzt hier gesagt, dass man dazu dann im Inneren zwei Platinen austauschen müsste, das dann wieder, ich sag mal, im Schnitt zwischen 300 und 700 Euro kostet und das heißt, an der Stelle müsst ihr dann halt für euch entscheiden, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei dieser hier gezeigten Heizung macht das wahrscheinlich keinen Sinn, außer es geht nochmal was kaputt an der Stelle. Aber hier wollte ich jetzt nur in diesem Video mal so ein paar Tipps geben und auch diesen Prozess, wie man so ein Update durchführt, zeigen. Und es müsste bei der neuen Oberfläche, außer dass das etwas anders aussieht, genauso ablaufen. Wenn ihr da Erfahrungen habt, könnt ihr gerne unten im Kommentarbereich die schildern. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sind wir auch schon am Ende von diesem Tutorial. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.